Seit einiger Zeit beschäftige ich mich mit hochwertiger Kosmetik und da ist mir dank dem Leon Kolibri Cosmetics über den Weg gelaufen. Ich habe die Nachtcreme ausgetestet oder teste sie immer noch aus. Und was ich von ihr bis jetzt halte, sage ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco. Und seit ich mich ein bisschen mehr mit Inhaltsstoffen beschäftige, ist mir natürlich auch Kolibri Cosmetics über den Weg gelaufen. Der Leon hat die Marke ja oft genug vorgestellt und ich hätte schier die alte Formulierung von der Nachtpflegecreme noch bestellt gehabt. Aber ich habe das so nach hinten geschoben und prompt kam dann Kolibri mit der neuen Formulierung um die Ecke. Also ich habe die Formulierung mit den 5 Ceramiden und das ist wirklich außergewöhnlich, denn normalerweise ist nur ein Ceramid drin. Eine perfekte Creme macht aber aus, dass verschiedene Ceramide drin sind, zumal und dass die Haut angeregt wird, Ceramide selber zu bilden. Das ist natürlich die perfekteste Variante. Ich weiß gar nicht, was ich alles über die Creme sagen soll. Also ich habe genau hingeguckt, weil es ist immer so, wenn du was Neues hast, dann bist du total hyped von der Sache und denkst dir, wow, aber kannst gar nicht beurteilen eigentlich, was diese Sache macht. Ich dachte erst so, 30 Euro, das ist schon ein Geld für so eine Creme. Aber ich habe mal wieder nicht auf die Milliliterzahl geguckt, das sind 100 Milliliter. Und ich werde dir auf jeden Fall jetzt mal die Inhaltsstoffe einblenden, nebst dem Preis, eben den 29,95. Und bei Kolibri Cosmetic kann ich dir auch einfach empfehlen, wenn du einen Rabattcode hast, und der Leon bietet öfter mal Rabattcodes an, dass du den verwendest, weil ich habe meinen auch verwendet. Also ich habe 25% weniger bekommen. Ich weiß es nicht mehr auswendig, weil, wie du siehst, habe ich jetzt schon einiges verwendet, weil ich eben auch was über die Creme erzählen wollte. Ich werde dir jetzt mal vorlesen, was der Hersteller über sein Produkt sagt. Den ersten Teil. Den zweiten Teil findest du im ersten Kommentar verlinkt. Da kommst du direkt zu dem Produkt. Für eine erholte und gepflegte Haut über Nacht regeneriert die Haut. Ceramide wirken dem Feuchtigkeitsverlust entgegen und schützen die Haut. Retinol regt die Kollagenproduktion an und mildert Sonnenschäden. Es ist was ganz Besonderes, muss ich an der Stelle wirklich sagen. Also, falls du die Inhaltsstoffe an sich noch nicht so wirklich kennst, ich habe einen Ordner, den verlinke ich dir mal unter dem i. Da habe ich verschiedene Inhaltsstoffe schon besprochen. Da ist Retinol dabei, da sind Ceramide dabei, da ist Hyaluron mit dabei. Alle drei Stoffe gibt es in dieser Creme und die Ceramide sind eben auch dabei. Und ich habe sowas wie mit der Creme noch nie erlebt. Also ich dachte im ersten Moment, das ist so ein Pumpmechanismus und da kommt mit einem Pumpe relativ viel raus, das ist zu viel für meine Haut. Ist es aber nicht. Ist es echt nicht, weil die Haut zieht es richtig schön ein. Und diese Erklärung gefällt mir relativ gut, sie ist wie so ein Topcoat für die Haut. Ja, also ich mache meine Pflege, gebe vielleicht noch ein Hyaluron drauf oder ein anderes Serum und dann kommt das hier drauf und das ist wie so eine Versiegelung. Und am Anfang dachte ich erst so, oh, das ist ein bisschen trocken, kann das sein? Aber nee, also sobald die Haut sich dann nach ein paar Tagen umgestellt hat mit der Pflege, war das dann alles so richtig schön durchfeuchtet und beruhigt und du hast halt auch kein Jucken, nichts. Die Creme ist einfach großartig. Also man ist fast schon so ein bisschen versucht, das auch tagsüber aufzutragen, aber es ist halt eben eine Nachtpflege. Und bei mir ist es auch so, dass ich tagsüber, und das solltest du eventuell auch machen, wenn du so hochwertige Inhaltsstoffe eben in deiner Pflege drin hast, dass du Sonnenschutz trägst und das über das ganze Jahr hinweg. Jetzt im Sommer ist es echt kein Thema, das wissen die meisten, aber die wenigsten wissen es eben, dass man das ganze Jahr machen soll. Besonders wenn man eben solche Produkte aufträgt, wo jetzt ein Retinol drin ist, wo Ceramide drin sind. Retinol ist ja so ein Inhaltsstoff, der zum Beispiel Licht gar nicht so toll findet. Deswegen ist es eben so passend, dass es eben in der Nachtpflege drin ist, weil da spielt es so oder so keine Rolle.
Du guckst heute mal unter das i, da findest du einige Videos, zumal ja Kolibri auf Duftstoffe verzichtet. Und dazu habe ich ein komplettes Video gemacht, das würde jetzt einfach zu weit gehen, das zu erklären. Aber Fakt ist, ein Duftstoff hat nichts auf deiner Haut zu suchen. Ja, also ich gebe Duftstoffe ganz gezielt auf meine Haut, Parfum, Deo etc. Aber ansonsten passe ich wirklich auf, weil es eben eine negative Wirkung auf die Haut hat. Und Duftstoffe eben deine Haut auch penetrieren können. Gerade wenn du beispielsweise fettige Haut hast oder eine gereizte Haut. Es kann schon sein, dass du auf irgendwelche Sachen schon reagierst. Also man züchtet sich damit auch Allergien an. Und inzwischen ist es so, dass man diese guten Inhaltsstoffe aus den ätherischen Ölen durchweg isolieren kann. Man muss nicht das ätherische Öl sich aufs Gesicht packen. Und es ist natürlich anders, wenn du Produkte verwendest, die einfach nach nichts riechen. Die ersten Male bei mir waren auch noch komplett, ich sag mal, anders. Ich habe am Anfang auch noch an dem Produkt gerochen und nur gedacht, ey, also ein Produkt muss funktionieren, es muss nicht duften. Fakt. Und hier hat es ja noch Retinol mit drin, hier hat es die Ceramide mit drin und hier hat es das Hyaluron mit drin. Und alle drei Inhaltsstoffe findest du in einem Ordner unter dem i. Die habe ich alle schon so ein bisschen durchgenommen. Beim Retinol ist es halt immer so ein bisschen wichtig. Retinol mag nicht so Licht. Und wenn du eh hochwertige Inhaltsstoffe verwendest, verwende bitte einen Sonnenschutz auf dem Gesicht. Ja, also das wäre echt kontraproduktiv, wenn du deine Haut von der UV-Strahlung noch penetrieren lassen würdest. Und da würdest du echt so ein bisschen Geld zum Fenster rausschmeißen. Die Flasche ist aus Kunststoff. Sie ist aber luftdicht abgeschlossen, also es ist so ein Mechanismus, der nach oben fährt und sie ist total hochwertig. Was ein bisschen ungeschickt ist, aber das ist nur bei mir jetzt, ist, dass die Flasche so einen großen Durchmesser hat. Liegt daran, dass ich einfach nicht so viel Platz habe und das schon einiges an Platz wegnimmt, muss ich sagen. Aber das ist der einzigste Kontrapunkt, den ich an der Stelle habe und das ist mehr oder weniger nur ein Eigenempfinden. Auch hier kommt das Produkt in einem Karton, der exakt, also es passt auch exakt da rein und man muss es einfach zugute heißen, wenn Hersteller da nicht irgendwelche unnötigen Verpackungen drumherum haben und Luft und so weiter. Also da hat der Verbraucher, der Hersteller schon einiges gelernt, muss man an der Stelle schon auch sagen. Kennst du Kolibri? Hast du schon Erfahrung mit Kolibri gemacht? Schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Auch wenn deine Meinung komplett von meiner abweicht, so ist es wichtig, dass du die unten in die Kommentare schreibst. Bleib aber immer freundlich in den Kommentaren, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn jede Haut ist einfach anders und wenn mein Zuschauer eben deinen Kommentar sieht, so kann dein Kommentar weiterhelfen in der Entscheidung, ob man das Produkt kaufen soll, weil es halt eben doch 100 Milliliter sind. Aber durch das, dass die Haut dieses Produkt so aufsaugt, ich kann das gar nicht anders erklären, ist es eben nicht zu viel. Ne? Also man verbraucht das schon relativ fix. Also es ist nicht so, dass es Verschwendung ist, das nicht. Ein Pumpstoß reicht bei mir fürs komplette Gesicht. Und wenn ich meinen Hals noch mitnehme und mein Dekolleté, nehme ich noch einen Pumpstoß. Man kann es auch wunderbar dosieren. Also man muss keinen kompletten verwenden, sondern man kann auch einen halben Pumpstoß beispielsweise machen. Das ist echt toll. Die Konsistenz der Creme ist so feucht. Nicht zu fettig, aber recht fest. Ich mag das total gerne und bin eigentlich total hyped immer noch. Jetzt nach 3 oder 4 Wochen, wo ich das Produkt jetzt schon habe und würde das auf jeden Fall auch nochmal nachkaufen, weil die ist so gut. Die beruhigt deine Haut, das ist der Wahnsinn. Ich hatte hier so eine Stelle an der Hand, wo ich das Produkt auch aufgetragen habe, weil gerade wenn du so gereizte Stellen am Körper hast, sind eben Ceramide eine richtig tolle Sache. Guck dir auf jeden Fall das Video zu den Ceramiden an, was ich unter das i verlinkt habe. Schreib auf jeden Fall unten in die Kommentare, was du von dem Produkt hältst und welche Erfahrungen du damit gemacht hast. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos.
Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.